In Deutschland beteiligen sich die Krankenkassen in einem hohen Maß an den Hörgerätekosten. Bereits für einen kleinen Eigenanteil bekommen Sie heute Hörsysteme, die Ihnen einen deutlichen Hörkomfort bieten. Der Preis für ein Hörsystem richtet sich nach dem Modell und den gewünschten oder erforderlichen technischen Ausstattung. Ich bin Melanie Freitag und ich bin seit fast 8 Jahren als Hörgeräteakustikerin bei Audibene tätig. Wenn Sie ein Rezept vom Hals-Nasen-Ohrenarzt haben, beteiligt sich die Krankenkasse mit ca. 750 Euro pro Ohr plus einer Pauschale für Wartung und Reparaturen. Die genaue Höhe des Zuschusses hängt ganz von Ihrer individuellen Krankenkasse ab. Zieht man dort den Betrag von der Krankenkasse ab, gibt es also Geräte von 0 bis 2.500 Euro Eigenanteil. Bereits für einen kleinen Eigenanteil bekommen Sie heute Hörsysteme, die Ihnen einen deutlichen Hörkomfort bieten. Sie ermöglichen Ihnen ein besseres Sprachverstehen in schwierigen Hörsituationen wie zum Beispiel Restaurant oder Straße. Grundsätzlich unterscheidet man in zwei verschiedenen Bauformen. Zum einen die IDO-Geräte, auch Im-Ohr-Geräte genannt, und zum anderen die HDO-Geräte, auch Hinterm-Ohr-Geräte genannt. IDO-Geräte sind ergonomisch geformt und sitzen direkt im Gehörgang. Man sieht also nur diesen Teil des Gerätes, wenn man direkt ins Ohr schaut. Lautsprecher, Mikrofon und Batteriekontakte oder die Aufladekontakte bei Akkugeräten befinden sich alle direkt im Gerät. Leider sind Im-Ohr-Geräte nicht für alle Gehörgänge und alle Hörminderungen geeignet. Und durch die individuelle und maßgefertigte Anfertigung sind sie auch etwas teurer als zum Beispiel die Hinterm-Ohr-Geräte. Das ist ein Hinterm-Ohr-Gerät. Viele haben noch den großen, fleischfarbigen Knochen im Kopf, den Oma hinter dem Ohr getragen hat. Tatsächlich sind die neuen Hinterm-Ohr-Systeme mittlerweile auch ganz klein und unsichtbar. Es gibt sie zum einen als Variante mit einem sogenannten Schallschlauch. Es gibt allerdings auch die sogenannten Rekhörgeräte. Das bedeutet Receiver, Lautsprecher im Gehörgang. Durch den dünnen Schlauch führt ein sehr dünnes Kabel und an dessen Ende befindet sich der Lautsprecher direkt im Ohr. HDO-Geräte sind für fast alle Arten von Hörverlusten geeignet und werden oft als angenehmer zu tragen empfunden. Dank der winzigen Bauform sind sie ebenfalls fast unsichtbar hinterm Ohr. In jeder Preisstufe werden die grundlegenden Funktionen wie Störgeräuschunterdrückung besser, weil die Geräte leistungsstärker sind. Es gibt dann zum Beispiel statt 4 bis zu 48 Kanäle, die eine viel präzisere Anpassung an die Hörsituation des Kunden ermöglichen. Und es gibt Zusatzfunktionen. Einfache Geräte verstärken den Schall und unterdrücken die Störgeräusche für einfache Hörsituationen. Ab der Mittelklasse ermöglicht die Technik eine komplett automatische Einstellung der Richtmikrofone. Das bedeutet, dass sich die Hörgeräte automatisch auf den relevanten Sprecher ausrichten und Störgeräusche minimieren. Wer zum Beispiel häufig in lärmender Umgebung ist, wie zum Beispiel Restaurant, Straßenlärm oder hallige Räume, wird mit einem Einstiegsgerät nicht zufrieden sein. Außerdem haben Sie in den höheren Preisklassen die Wahl zwischen Zubehör, wie zum Beispiel Direktübertragung auf Smartphone oder Zusatzmittel für Konferenzen, ein Zusatzgerät für Fernsehen oder Telefon. Hinzu kann man die Hörsysteme via Bluetooth mit dem Smartphone verbinden oder heutzutage Batterien mit Akkutechnologie ersetzen. Im Durchschnitt zahlen Audibene-Kunden pro Hörgerät ungefähr 600 bis 1200 Euro pro Ohr dazu. Das ist eine Orientierung für Sie. Alle 6 Jahre bekommen Sie einen Zuschuss von ca. 1500 Euro zu Ihren Hörgeräten von Ihrer Krankenkasse dazu. Wenn Sie Ihre Hörgeräte richtig reinigen und pflegen, halten diese tatsächlich länger als 6 Jahre. Allerdings hat sich insbesondere in den letzten Jahren sehr viel in der Hörgeräteentwicklung getan. Und es sind jedes Jahr wirklich tolle neue Technologien hinzugekommen. Insofern gibt es aus meiner Sicht auch gute Gründe, sich nach 6 Jahren wieder mit neuen Hörsystemen zu beschäftigen und einfach mal hineinzuhören. Unabhängig davon, für welchen Hersteller, welche Bauform und welche Preisstufe Sie sich entscheiden, beachten Sie, dass das Ohr hört.
aber das Gehirn die Verarbeitung der Töne leisten muss. Je länger Ihr Ohr bestimmte Frequenzen nicht mehr hört und an das Gehirn weitergibt, desto weniger ist das Gehirn trainiert. Deshalb zögern Sie nicht zu lange. Ein leichter bis mittlerer Hörverlust lässt sich sehr gut behandeln und mit einem Hörgerät versorgen. Abhängig von Ihrem Lebensumfeld finden wir bei Audibene heraus, welche Technik am besten zu Ihnen und Ihrem Geldbeutel passt. Da wir alle führenden Hörgerätehersteller einkaufen und nur mit den besten Hörgeräteakustikern in Ihrer Nähe zusammenarbeiten, garantieren wir Ihnen das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Auch und die Bezuschussung Ihrer Hörgeräte mit etwa 1.500 Euro durch die gesetzliche Krankenkassen kümmern wir uns für Sie. Möchten Sie sich telefonisch zu den besten Hörgeräten für Sie beraten lassen? Dann klicken Sie einfach hier. Hier vergleichen wir außerdem die Top-Hörgeräte auf dem Markt. Ich hoffe, unsere kleine Preisvorstellung hat Ihnen gefallen. Ich bin Melanie Freitag von Audibene. Bis zum nächsten Mal.